zur See ist für meine Begriffe, erwischt sie die Gültigkeit und das Authentische, was tatsächlich die Leute erlebt haben und heute noch erleben, an Bord eines solchen Frachters, der die Weltmeere bereist, wenn man so will. Dieser Alltag wird dort ganz gut gezeigt und auch ziemlich ungeschminkt. Und sicherlich gibt es da noch andere, wesentlich prekärere Situationen, die man erleben kann, die wir nicht beschrieben haben. Aber es war eben, die Autorin Eva Stein hat, glaube ich, ganz gut beobachtet. Und sie ist ja vor allem auch ein halbes Jahr mitgefahren mit so einem Frachter, bevor sie die Serie überhaupt geschrieben hat. Und das zeigt man, das sieht man, wenn man diese Serie sich anschaut, sieht man, dass das stimmig ist. Es sind 9 Leute, die 9 Schauspieler, die diese Rollen alle besetzt haben. Der Horst Rindler hat den Kapitän gespielt, der Wilfried Pucher den Chief Mate, der Günther Naumann den Chief, also den Maschinenchef. Ich war dann der Bootsmann, um die Rangordnung einigermaßen einzuhalten. Dann der Matrose Thomas war der Günther Schubert. Dann war noch Willi Schrade. Und noch den Koch, das war der Storch. Und wir hatten noch den Offiziersanwärter, das ist Jörg Knoche gewesen. Der Regisseur ist durch einen Verkehrsunfall zu Tode gekommen, der Wolfgang Luderer. Der Peter Krause ist voriges Jahr gestorben. Ist Günther Naumann, also der Chief, und ich, wir sind eigentlich die einzigen, Wilfried Pucher noch, die einzigen Überlebenden von diesem Film. Ne? Casting gab es zu der Zeit eigentlich nicht. Wir hatten ein Besetzungsbüro und dieses Besetzungsbüro hatte sämtliche Leute erfasst. Mit Fotos und. Sie waren eigentlich auch alle bekannt. Dazu kam noch, dass wir ja alle Schauspieler, die dort waren, zum Fernsehensemble gehörten, also fest engagiert waren. Und dann wurde einfach durchgezählt. Also der spielt das, der das, der das. Und natürlich hatte man die Freiheit zu sagen, nein, ich will das nicht, ich mach das nicht. Gut, das konnte man im Notfall auch begründen, aber grundsätzlich wurde man also mit einer Rolle betraut und hat Ja oder Nee gesagt. Wenn man Nee gesagt hat, hat der Nächste das Angebot bekommen. Aber ein Casting gab es nicht, weil das finde ich auch heute noch so albern. Die Leute, die es kennen, die brauchen sich bloß ein paar Filme angucken, dann sehen sie die Schauspieler. Dann muss man kein Casting machen. Das ist für meine Begriffe nur wichtig vorbei. Aber nun gut, das ist nun mal so Usus und das bringt ja auch Arbeitsplätze. Ne? Das müssen die ja Leute machen. Das Besondere daran ist eigentlich, dass jede Serie jeder Teil seine Besonderheiten hat, wo immer einer im Vordergrund steht, wie ich eben sagte, und die anderen ihm eigentlich alle so auf den Sockel heben. Das ist so das Prinzip. Ich wollte überhaupt nicht mitmachen in dieser Serie. Im Nachhinein sage ich, Gott sei Dank hatten mich meine Kollegen überredet, das dann doch zu machen. Und es war ja auch ein Team, wo sich jeder eigentlich wohlgefühlt hat. Und das merkt man auch, das kommt auch rüber. Wenn man sich diese Teile anschaut, merkt man, dass die Leute alle viel Freude dabei hatten. Aber ursprünglich wollte ich mich eigentlich immer ein bisschen verstecken, weil ich das für zu oberflächlich gehalten habe. Also die ganzen Geschichten zu oberflächlich. Und wie sich dann aber herausstellte, waren die gar nicht oberflächlich, sondern ich habe sie nur oberflächlich gelesen. Und Gott sei Dank habe ich mich dann eben überreden lassen, damit zu machen und bereue nicht einen Tag, obwohl es jetzt 35 Jahre her ist. Es gibt die Offiziere, das ist der eine Teil, da ist der Chef der Kapitän bzw. der Chief Mate. Und dann gibt es die Matrosen und da ist der Chef der Bootsmann, der Streitigkeiten schlichten musste, der Arbeit verteilen musste. Selber musste er die im Zweifelsfalle gar nicht machen. Aber er hatte eben den Hut auf, nicht nur die Mütze, sondern auch im übertragenen Sinne den Hut auf und musste die Arbeit, die gemacht werden musste, verteilen an die einzelnen Leute und eben auch kontrollieren. Und er war gleichzeitig das Verbindungsglied zwischen der Mannschaft und den Offizieren. Er war also auch bei den Besprechungen mit dabei, wenn sich die Offiziere über die Route, über das Wetter oder was auch immer, was auf das Schiff einen Einfluss haben könnte, unterhielten im Vorfeld, war der Bootsmann immer mit dabei. Und diese Funktion habe ich ziemlich schnell erkannt auch und hatte dann auch die verdammte Pflicht, auch ein bisschen souverän zu sein, also ein bisschen eine Respektsperson zu sein. Wir haben 1974 Anfang August angefangen, sind wir aufs Schiff gestiegen, sind direkt nach Kuba gefahren, das heißt eigentlich nicht nach Kuba, sondern wir sollten, die eigentliche Route dieses Schiffes, der MSJG Fichte, war vorgesehen, über Schweden, Mexiko nach Kuba zu fahren. Und als
das Fernsehteam sich da einnistete auf diesem Schiff und die ganze Besatzung, einschließlich Matrosen und aber eben auch die Offiziere und die Offiziersschüler, mussten zusammenrücken, weil wir ja auch unsere Kabinen brauchten. Wir mussten auch Stellraum haben für die Requisiten und für die Kostüme und. Mussten die also zusammenrücken, was die aber ziemlich bereitwillig getan haben. Und dann sollte also die Strecke über Mexiko und Schweden gehen. Und da, als das Fernsehen erfuhr, haben die darauf gedrungen, dass die direkte Linie genommen wird, um irgendwelche Versuchungen, republikflüchtig zu werden, auszuschließen. Also die haben vorhin gesagt, wenn unsere Leute mit an Bord sind, also die Fernsehleute, dann nehmt ihr bitte gefälligst die direkte Route. Also Rostock, Havanna. Und das haben wir in der ersten Nacht, die wir an Bord waren, noch im Hafen von Rostock, dem Chief Mate gesagt. Daraufhin hat der sich über Nacht ausgedacht, einen Hilfsdiesel kaputt gehen zu lassen. Und dann gibt es ein ungeschriebenes Gesetz in der Seefahrt, man wird, wenn etwas kaputt ist, nie zurückfahren in den Hafen, sondern immer den nächsten Nothafen anlaufen in der Richtung, in der man sowieso fahren will. Und das war Aalborg in Dänemark. Und hat nun also, um dem Fernsehen zu beweisen, dass er, nicht, also einen Stinkefinger quasi, zeigen wollte, und hat, also sind wir nach Aalborg und waren dort 3 Tage. Und nun kommt das Kuriose, nun waren also die Verantwortlichen des Fernsehens, also der Produktionsleiter zum Beispiel, angewiesen vom Fernsehen, uns nicht vom Schiff zu lassen in diesen 3 Tagen im Hafen von Aalborg. Alle, die gesamte Schiffsbesatzung durfte runter in die Stadt und wir nicht. Eigentlich. Und das hat wiederum der Chief Mate so lächerlich gemacht und hat die Leute, die das angewiesen haben, lächerlich gemacht, sodass die eingesehen haben, dass es absoluter Blödsinn ist und unterhandelsbar. Und jetzt sind wir also doch mit runter. Und siehe da, es kamen alle wieder an Bord. Ne? Die MS Fichte war eigentlich ein französischer Truppentransporter, ist nach dem Krieg außer Dienst gestellt als solcher und ist dann auf irgendwelchen Wegen zur deutschen Seereederei Rostock gekommen. Also es war so ein Passagier und Frachter eigentlich, so ein Mittelding. Wir konnten also Ladung an Bord nehmen, ziemlich viel Ladung sogar, aber eben auch Leute unterbringen. Und dadurch wurde das mit der Büchner zusammen als Schulschiff eingestellt. Wir haben ja gedreht bis 76, also von 74 bis 76 haben wir gedreht. Ich hatte da noch einen Weihnachtsbaumbrand zu Hause und bin noch ein Vierteljahr ausgefallen. So dass die Produktion auch einen Teil ruhen musste, weil ich den Arm das heißt, das Gesicht war völlig entstellt und der Arm war lange Zeit und die Hand auch lange Zeit nicht zu benutzen. Und das war der rechte Arm. Und da habe ich dann immer so den Hut drauf gehabt oder eben diese Mütze oder sowas oder die Jacke drüber gehängt und so, sodass wir dann schon wieder weiter drehen konnten. Aber wir mussten eben mindestens 8 Wochen pausieren. Und dadurch hat sich das alles ein bisschen in die Länge gezogen. Diese Mütze ist die Mütze, die ich während der Dreharbeiten permanent als Bootsmann getragen habe. Ich habe sie auch selber eingefärbt, ich habe sie patiniert. Das heißt, ich bin in den Maschinenraum und habe die richtig durchs Öl gezogen und so, weil ich gesehen habe an dem Originalbootsmann, wie so ein Mann eigentlich rumläuft und was der anhat und eben auch wie seine Mütze. Und seine Mütze hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe versucht, die nachzumachen, was Patina anbelangt. Und die habe ich natürlich dann nach den Dreharbeiten nicht abgegeben, weil das war so ein Kleinod, so ein Faustpfand, das musste ich behalten. Ich habe es immer bei mir im Schrank liegen und als Schubi noch lebte, haben wir oft zusammen auch Feiern gemacht. Wir haben gefetet zusammen und irgendwann wurden wir sentimental, natürlich auch durch Alkohol, und haben uns erinnert an die schöne Zeit bei zur See. Und dann haben wir gegenseitig habe ich die Mütze aufgesetzt und er hat irgendein anderes Teil, was er noch hatte, angezogen und dann haben wir uns erinnert. Sehr zum Leidwesen unserer Verwandtschaft, denn die kannten die Geschichten alle schon aus dem FF, die konnten sie eigentlich schon mitreden. Das gesamte Schiff stand für unsere Arbeiten zur Verfügung. Wir haben uns nur eben mit denen immer arrangieren müssen. Also wenn die gerade da zu tun hatten, wie wenn wir also im Hafen waren von Matanzas oder Havanna, dann konnten wir eben bei den Ladeluken nicht arbeiten. Dann mussten wir was anderes auf diesem Schiff drehen. Meinetwegen die Brücke oder irgendwelche Dreh oder auch die Kabine. Wenn Sturm war, konnten wir nicht auf Deck, das ist klar. Und wir haben zum Beispiel mitten auf dem Ozean auch mal angehalten mit dem großen Schiff und mussten also das Schiff auf großer Fahrt von außen drehen. Und da ist dann ein Schlauchboot zu Wasser gelassen worden.
und die Kamera und Regie und sind dann also um das Boot rum im großen Bogen mitten am Atlantik, fand ich wunderbar, und haben das Schiff gefilmt, nur das Schiff. Wir hatten aber eben zwei unserer Kollegen, die vorne im Bug untergebracht waren, und denen war immer schlecht, eigentlich immer. Und die tat uns richtig leid, aber wir konnten natürlich auch nicht tauschen mit denen, weil dann wäre uns schlecht gewesen. Also die Hauptrollen, die richtigen Hauptrollen waren alle in der Mitte des Schiffes untergebracht, einigermaßen. Und dadurch ging es, war zu ertragen. Aber gerade im Golf also in der Biscaya hatten wir Windstärke 12 und da ging es schon ganz schön zur Sache, muss ich sagen. Aber auch da ist zumindest mir nicht schlecht geworden. Also speziell hat jeder so, also gerade Günter Schubert und ich, wir haben uns unsere Pendants, unsere Originale, rausgesucht, richtig. Also ich habe mich an die Fersen des Bootsmanns, des Originalbootsmanns gehangen und habe eben erstmal die Mütze kopiert und dann habe ich ihm bei der Arbeit zugeschaut. Daraus ergab sich wiederum, dass wir mit eingestellt wurden. Also wir willst du nicht mal. Und da haben wir als Rost geklopft, wir haben gespleist und wir haben die verschiedensten Sachen gemacht, die eben Originalbootsleute auch machen müssen. Und dadurch hatten wir einen sehr engen Kontakt zu diesen Leuten. Wir haben in Kuba Zucker an Bord genommen, haben da Maschinen ausgeklinkt und haben da auch hochwertige medizinische Instrumente hingebracht. Und beim Ausladen sagte der Bootsmann, guckt mal bitte dahinter, da hinten seht ihr diese Kisten stehen. Die Kisten haben wir vor 2 Jahren schon gebracht, die stehen heute noch da. Das waren hochwertige medizinische Instrumente. Und wir brachten die nächsten medizinischen Instrumente und die wurden neben diese Kisten gestellt. Das heißt, es waren Hilfsgüter, die aber gar nicht gebraucht wurden offensichtlich. Das war für uns ein Widerspruch, den wir überhaupt nicht verstanden haben. Und dann sahen wir plötzlich einen Schneepflug in Havanna im Hafen stehen. Einen Schneepflug, schön bunt angestrichen. Da sagt die Kubaner, der steht schon ein paar Jahre hier, dieser Schneepflug, der ist von den Japanern gekommen, weil die Japaner haben die hergestellt und geliefert und die Kubaner haben ihn genommen, weil er so schön bunt war. Was sehr für die Mentalität dieser Leute spricht. Also die sind verspielt und nehmen das Leben nicht so ganz ernst. Aber das war für mich eine riesen Erkenntnis, was da hingebracht wurde an Hilfsgütern, auch von den Russen wahnsinnig viel. Die haben ja eigentlich nur von den Hilfsgütern gelebt. Und dafür haben wir dann Zucker nehmen müssen. Nicht? Nehmen müssen, muss ich sagen, weil Rohrzucker ist eben längst nicht so hochwertig wie der Rübenzucker zum Beispiel. Das war das Einzige, was die liefern konnten. Als Äquivalent, als Ausgleich für die hochwertigen medizinischen Instrumente, die wir zum Beispiel geliefert haben. Auch Maschinen und Autos und Trecker und weiß ich, Bagger und alles Mögliche haben wir da hingebracht. Eine ganz eigenartige Sache ist da mit uns passiert. Wir haben die größten Schnulzen an Musik. Es wurde dauernd Musik gehört auf dem Schiff. Jeder hatte seine eigenen Kassettenrekorder und was auch immer. DVDs gab es damals noch nicht und CDs auch nicht. Und jeder hat so seine Musik in seinem Raum gehabt. Und wenn wir die Originalleute besucht haben, dann haben wir uns erstmal sehr darüber mokiert, dass die alle so fürchterliche Schnulzen hörten, Heimatschnulzen. Bergsteigerlieder, Montana, dieser Chor, dieser Montanara-Chor und sowas alles. Und dachte, ja, was ist das um Gottes Willen? Und je länger wir auf diesem Schiff waren, desto mehr hatten wir Verständnis dafür. Wir haben also richtig dann mit denen zusammen unsere Heimat oder unsere Heimatsehnsüchte oder unsere Heimatgefühle oder Gefühle für die Heimat ausgelebt. Und wir haben zusammen geheult und zusammen gelacht. Und so. Es war eine richtig schöne Sache. Ja, ich bin froh, dabei gewesen zu sein als Bootsmann auf der MS Fichte. Das war für mich ein Riesenerlebnis.